Moin Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute neuer Stadion-Vlog. Es geht zum Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Hertha BSC Berlin zum 25. Spieltag der zweiten Bundesliga. Wir haben Top-Wetter in Hamburg und ich freue mich unheimlich auf eine richtig coole Begegnung am Millantor-Stadion. Unter der Woche konnte St. Pauli den Vertrag mit Erfolgstrainer Fabian Hürzeler verlängern und mit einem Sieg heute über die alte Dame kann der Vorsprung auf die Nicht-Aufstiegsplätze um bis zu 10 Punkte ausgebaut werden. Ich freue mich unheimlich auf das Spiel, nehme euch in diesem Vlog so ein bisschen mit, zeige euch ein paar Einblicke und wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos mehr von mir verpassen wollt, lasst gerne ein Like da, ein Abo und einen Kommentar, denn das hilft mir unheimlich dabei, meinen Kanal für die Zukunft weiter aufzubauen. Jetzt geht's los und viel Spaß! Das Aufstiegsrennen in der zweiten Liga gestaltet sich ein bisschen wie ein Schneckenrennen. Am vergangenen Spieltag haben alle Top-6-Mannschaften nicht gewonnen. Darüber hinaus verlor der HSV am Freitag erneut in Düsseldorf, sodass sogar die alte Dame mit einem Sieg trotz einer Saison mit Höhen und Tiefen auf bis zu 4 Punkte an die Aufstiegsränge ranrücken kann. Wir sehen heute ein paar richtig gute Spieler. Auf Seiten St. Pauli wird sicherlich Hartl und Jackson Irvine die Fäden im Mittelfeld ziehen. Und auf Seiten der alten Dame aus Berlin wird es wieder auf das Sturmduo Tabakovic-Rese hinauslaufen, die für das ein oder andere Tor sorgen könnten. In knapp 2,5 Stunden ist Anpfiff am Millantor-Stadion. Das Stadion wird mit knapp 30.000 Plätzen wieder restlos ausverkauft sein. Aus Berlin kommt auch eine große Schar an Fans mit, sodass es, glaube ich, heute ein richtig interessantes Duell wird. Jetzt geht's los zum Stadion und dann sehen wir uns gleich. Parkplatz gefunden, das lief absolut problemlos und man muss schon sagen, ein großer Vorteil vom Millantor-Stadion ist, dass es mitten in der Innenstadt liegt. Hier sind wir noch im berüchtigten Park Planten und Blumen, den die Hamburger kennen werden. Und dann haben wir da hinten im Hintergrund beim Riesenbunker dann auch das Millantor-Stadion. Angekommen am Stadion, hier wird schon fleißig aufgebaut für den Dom, der in den kommenden Wochen hier wieder in Hamburg beginnt. Und wir sitzen heute auf der Nordtribüne im Block N3 und haben 33 Euro für die Karte bezahlt. Ich tippe auf ein torreiches Spiel, hoffe auf ein 2:2 Unentschieden. Rese wird doppelt treffen und auf Seiten St. Pauli wird Eggestein treffen und Jackson Irvine. Und hier geht's rein. Auf geht's. Und rein geht's ins Stadion. Ich nehme euch mit auf die erste View. So sieht's aus. Drüben ist die Südkurve. Tribüne und haben wir hier rechts die Hertha-Fans. In einer Dreiviertelstunde macht es Anpfiff, das Stadion füllt sich Stück für Stück. Man muss auch sagen, dass rund um den Gästeblock auch viele Hertha-Fans dabei sind. Also der Support stimmt auf jeden Fall bei den Hauptstädtern. Im Spiel läuft noch die Hertha-Hymne, das ist so gang und gäbe am Millantor. Nikola!
Halbzeit am Millern-Tor, es steht 2:0 für den FC St. Pauli, vollkommen verdient. Das hat ein bisschen was von Einbahnstraßenfußball. Also es geht nur auf das Tor Richtung Tiag Ernst. Jackson Irvine mit einem überragenden Spiel. Saliakas hat die rechte Seite komplett im Griff mit Mekalf, die immer wieder fleißig anschieben. Wenn das so weitergeht, dann wird es hier eine richtig eindeutige Nummer. Ich freue mich auf die nächsten 45 Minuten. Beide Fanlager sind überragend. Sowohl Hertha, von dem man natürlich jetzt aufgrund meines Sitzplatzes mehr mitbekommt, als auch St. Pauli, macht richtig gute Stimmung. Und dann schauen wir mal, was hier in den zweiten 45 Minuten noch passiert. Feierabend am Millern-Tor. Der FC St. Pauli gewinnt hochverdient mit 2:0 gegen Hertha BSC Berlin. Stimmungstechnisch war das von beiden Fanlagern überragend auf der Tribüne. Auf dem Spiel hat eigentlich nur eine Mannschaft stattgefunden und das war der FC St. Pauli. Ein absolut aufstiegsreifer Auftritt heute von der Elf von Fabian Hützeler. So lege ich mich fest, dass der erste Aufsteiger die Saison aus Hamburg kommen wird. Ob der HSV nachziehen wird, das werden wir die nächsten Spieltage sehen. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Wenn ihr in Zukunft keine weiteren Vlogs mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Like da, ein Abo, einen Kommentar und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!